Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute kam in Japan Band 91 raus und somit auch wieder eine neue Fanpostseite. In den FPS beantwortet oder Fragen von Usern und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich habe jetzt nicht alle Fragen mit drin, sondern einfach nur wirklich die interessantesten und insgesamt sind es einfach 5 Sachen. Die erste Frage war, welche Teufelsfrucht besitzt denn eigentlich Galette aus der Big Mom Piratenbande? Oder sagt uns, dass Galette die Butterkraft hat und somit ein Buttermensch ist und deshalb zum Beispiel Nami gefangen nehmen konnte? Dann beantwortet uns Oda bezüglich der Kopfgelder eine wunderschöne Frage. Und zwar erklärt uns Oda, dass Kopfgelder nicht für jede Person individuell steigen, sondern das Kopfgeld aller Bandenmitglieder, zumindest der höherrangigen Kommandeure, steigt, wenn das vom Piratenkapitän steigt. Das heißt zum Beispiel, wenn irgendein Vorfall passiert und einer der Strohhüte zum Beispiel nicht da ist, steigt dennoch das Kopfgeld der anderen Bandenmitglieder. Und deshalb hat zum Beispiel jeder in der Bande einen 50 Millionen Berry-Anstieg bekommen, naja, bis auf Chopper. Das Ganze ist deshalb, weil es sehr, sehr schwer ist, für jeden Charakter individuell immer zu messen, inwieweit er in einem Vorfall involviert war. Außerdem, Oda zeichnete Zoro, wie er aussehen würde mit 40 und mit 60 Jahren. Einmal, wenn seine Zukunft schlecht läuft und einmal, wenn Zoro es schafft, dass nichts mit ihm passiert. Dass Oda so direkt sagt, wenn nichts mit ihm passiert, finde ich etwas seltsam. Wird das für Zoro noch eine dunkle Zukunft geben? War das vielleicht so ein kleiner Hinweis, ein kleiner Teaser? Mit 40 sagt Zoro in seiner guten Variante, ich bin Vier-Schwerter-Stil Zoro. Mit 60 sagt er, ich bin Fünf-Schwerter-Stil Zoro. What the fuck? Wird Zoro irgendwann im Laufe der Story neuen Schwertstil haben? Wird er mit 4 und mit 5 Schwertern kämpfen? Und wenn ja, wo steckt er die sich hin? Naja. Jemand fragt, ob das Pangea-Schloss nach dem Superkontinent Pangea, den es früher gab, benannt ist. Die, wo es nicht wissen, früher waren alle Länder der Welt ein Superkontinent, bis sie durch tektonische Verschiebungen getrennt worden sind. Zudem fragt der Zuschauer, ob dort das One Piece liegt. Oder bestätigt, ja, der Name kommt vom Superkontinent Pangea. Aber wieso er es so genannt hat, will er nicht sagen. Könnte es also möglich sein, dass das One Piece im Pangea-Schloss liegt? War es vielleicht doch der riesige Strohhut, den wir gesehen haben? Oder bestätigt uns, dass Morley aus der Revolutionsarmee die Otsu-Otsunomi, also die Schieb-Schiebfrucht, besitzt. Er kann damit durch solide Objekte sich durchschieben. Oder sagt, Morley ist ein Mann in Klammern, Frau, mit einem Alter von 160 Jahren. Ist jetzt nicht besonders alt für einen Riesen. Könnte ja bis zu 300 Jahre oder noch älter werden. Aber naja, hiermit haben wir jetzt die Bestätigung, dass er im Grunde eine Transe ist. Ob er früher vielleicht mal eine Frau war und jetzt ein Mann ist, oder ob er sich einfach nur ein Mann ist, der sich sehr feminin anzieht, wie durch seinen Lidschatten sichtbar, sei jetzt mal dahinter gestellt. Auf jeden Fall war Morley vor 100 Jahren ein sehr grausamer Pirat und wurde nach Impeldown gebracht. Er hat die Tunnel gegraben, die ins Tundenkönigreich führen innerhalb von Impeldown. Und mit seiner Teufelsfrucht konnte er aus Impeldown aber fliehen. Ohne dass es irgendwer bemerkt hat. Ich meine, haben die keinen so ein Gefangenenregister und sehen, hey, da fehlt doch irgendwie einer. Das ist ein bisschen komisch. Oder er war halt damals ein so kleiner Pirat, dass es die meisten Leute nicht interessiert hat oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall war damit Shiki nicht der Erste, der aus Impeldown ausgebrochen ist. Wer weiß, wie viele es da noch gibt, von denen man nichts weiß. Was auch ganz interessant an dieser Sache ist, und zwar, wenn Morley vor über 100 Jahren ungefähr oder so aus Impeldown ausgebrochen ist, oder vielleicht ein paar Jahre später, nachdem er reingebracht worden ist, möglicherweise gab es damals noch keine Seesteinhandschellen. Ich meine, Vegapunk hat ja so das Ganze mit dem Seestein wieder richtig gut erfunden. Frage ist halt jetzt dann letzten Endes, wann wurden die Seesteinhandschellen dann wirklich erfunden? Weil wir haben ja immer noch diese Sache, dass Gold Roger nur mit Holzhandschellen an Schafott gebracht worden ist. Und somit alle glauben, oh, er hatte ja keine Teufelskraft. Aber wenn es einfach zu diesem Zeitpunkt die Seesteinhandschellen noch nicht gab, könnte er dennoch eine Teufelskraft gehabt haben. Das ist echt mal interessant.
Naja, das waren auf jeden Fall die wichtigsten Infos aus der FPS Nummer 91. Ich hoffe auf jeden Fall, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein kleines Abonnement. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt mir doch einfach mal auf Google Plus. Für die wenigen Leute, die Google Plus benutzen. Ich eigentlich auch so viel, aber meine Videos werden dort immer gepostet. Also falls ihr nur Google Plus habt und kein Facebook, Twitter oder sowas, ist das für euch die Anlaufstation. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.